Ich wünsche es ihm. Also er hat auch sehr, sehr hart trainiert, hat alles gegeben, ist ein bisschen vom Start abgerutscht, glaube ich, nicht ganz so gut raus. Aber er ist einer der schnellsten auf der Bahn. Bei ihm müssen wir nicht auf die Tauchphase achten. Er ist ein sehr schöner Stilist. Auf der Tauchphase werden die anderen aufholen. So, Rogan hat eine andere Strategie. Also im Halbfinale hat er über 150 Meter, der ist oben auf der 1, die Konkurrenz in Grund und Boden geschwommen. Dann sah es so aus, als würde er nicht mehr können auf den letzten 20, 30 Metern über diese 200. Und was sagt er da? Was macht er jetzt? Jetzt geht er als Letzter an. Ja, aber was hat er danach gesagt? Ja, er hat noch nicht die Atmosphäre gespürt. Das war noch nicht so schön. Er ist noch nicht vollgegangen, hat gesehen, er war vorne. Er erzählt halt natürlich auch ganz gerne, aber jetzt macht er was ganz anderes. Also jetzt sieht es so aus, als würde er gar keine Lust haben. Unglaublich, oben auf der 1. Es führt aber also, was interessant ist, Yannick ist ja sehr gut dabei, sehr schön aufgekommen und wendet als Dritter. Auf der Bahn 6, also mit der blauen Badekappe. Sie sehen, er verliert immer so ein bisschen was. Auf die 5, auf Donetz nochmal. Auf den müssen wir richtig achten, genauso wie auf den Polen. Die Frage ist, wann kommt Rogan? Jetzt. Achten Sie jetzt mal drauf, wo er eben lag bei der Wende. Letzter. Und wo er nach der nächsten Wende liegen wird. Da wird er nämlich mit vorne vertreten sein. Und damit meine ich jetzt gar nicht, wenn er Kontakt hat, sondern ich meine, wenn er aus dem Wasser kommt. Er macht eine komplett andere Strategie und immer noch im Rahmen auf jeden Fall Yannick Lepertz, der im Höhentrainingslager 2 Tage 39 Fieber hatte und jetzt unbedingt draufpacken muss. So, also oben, das ist Rogan. Kawiecki auf der 4 und dann Donetz die 5. Rogan scheint jetzt noch Reserve zu haben. Jetzt muss Rogan Gas geben. Aber der hat gepokert. Der hat wirklich gepokert. Der macht das komplett anders. Er liegt fast führt gleich auf mit Donetz. Donetz vielleicht einen Handschlag vor ihm. Rogan wird wieder ein bisschen langsamer. Vielleicht verliert er sogar noch die Medaille. Rogan wird langsamer. Zweiter. Und der Deutsche? Yannick, 1,58, 87, trotzdem völlig okay. Siebter Platz. Er hat eigentlich wieder ein gutes Rennen gemacht. Vorne leider nicht ganz so gut vom Start weggekommen. Aber er kann auch nicht enttäuscht sein. Er ist sein Finale hier geschwommen. Also das war auch das Ziel. Natürlich hat man auf die Meldelisten geguckt, hat gesehen, die zwei Briten sind nicht am Start. Aber trotzdem nochmal unter 1,59, kann zufrieden sein. Ich denke, Markus wollte hier gewinnen, das hat man ganz klar gesehen. Und er hat sich eine komplett andere Taktik ausgedacht. Das ist schon ein Taktiker, ein Pokerspieler, unglaublich. Ja, und ich bin vor dem Rennen zu Donetz gegangen und habe ihm gesagt, Junge, du kannst gewinnen. Er war aber sich da noch nicht so einig und er hat gewonnen. Er wird sich daran erinnern und dir wahrscheinlich ein Ausgehen. Wir haben uns heute um 1 Uhr Rogan alleine auf einem Bus Richtung Hotel fahren sehen. Da hat er sich nochmal gesammelt.